In diesem Exoterra mit der Grundfläche 30x30x45 habe ich mein neues Tier, eine Riesengrammspinne, die Heteropoda notoria. Ja, die sitzt hier oben im Eck, das ist so ihr Lieblingsplatz. Diese Spinnenart stammt aus Südostasien, ist aber angeblich auch mal in Gewächshäusern zu finden, wo sie halt mal mit einer Pflanze mitkommt. Die Einrichtung ist sehr einfach mit einer Efeutute und einem Stück Holz. Als Versteckmöglichkeit hinten nochmal schön die Kletterwand, wo sie auch, sich auch gerne aufhält. Zur Technik gibt es nicht viel zu sagen, es ist einfach ein LED-Licht, das ja, stromsparend ist und hell genug ist, um das Ganze zu erhellen. Ist der eh ziemlich egal, weil die eher nachtaktiv ist. Einfach nur fürs bessere Aussehen. Warm genug ist hier drin sowieso in meinem Zimmer. Ja. Was gibt es denn noch zu sagen? Ja, diese Spinne ist jedenfalls sehr schnell. Da sollte man schon ein bisschen aufpassen und sie auch gar nichts anstupsen oder so. Also Handling, wie bei anderen Vogelspinnen mal möglich ist, dass man es mal auf die Hand nimmt, ist hier nicht zu empfehlen, da diese Spinne dann weg ist. Wenn man Pech hat, sich auch noch irgendwo versteckt. Und dann kann man mal irgendwann nachts mal mit Glück sie wiederfinden, so wie es bei mir war. Weil ich sie von einem anderen Terrarium hier rein umgesetzt habe. Und ja, das war ziemlich scheiße. Diese Spinne ist schon ziemlich ausgewachsen. Und meiner Information nach ein Weibchen. Ja, bei Fragen einfach schreiben. Ich hoffe, dass ich euch beantworten kann. Und das war's für diese Spinne.